Keplerstraße 10 in Schwerin. Vor 1,5 Jahren hat die verschuldete städtische Wohnungsgesellschaft WGS Mike Schäfers Wohnung an einen privaten Investor verkauft. Als wir ihn besuchen, hat er es gerade erst einen Wasserrohrbruch im Stockwerk über Schäfers Wohnung gegeben. Mitten in der Nacht. Da ist es runtergelaufen, vom halt 5. OG bis runter in den Keller. Und glauben Sie, dass das irgendjemand mal irgendwann saniert? Ich glaube nicht, dass hier ein Maler herkommt und die Wohnung saniert. Im Winter fiel die Heizung und Warmwasser aus. Nach einem Brand gab es erst tagelang keinen Strom, dann wochenlang kein Licht im Flur. Man wohnt hier nicht auf Spaß. Das hat Ursachen. Und das halt, da stecken menschliche Schicksale dahinter. So. Und wenn man solche Schicksale und solche Lebenssituationen in solchen Blöcken konzentriert, das ist verwerflich. Im Schweriner Stadtteil Müserholz wohnen vor allem Menschen mit wenig Geld. Viele der Plattenbauten sehen aus wie Schrottimmobilien. Der Investor Intown soll mindestens 10 Millionen Euro für rund 1.200 Wohnungen bezahlt und versprochen haben zu sanieren. Intown sagt, ihre Immobilien wären schon beim Kauf in marodem Zustand und zügige Instandsetzung nach Bränden nicht möglich gewesen. Doch Mieter Schäfer findet, Intown kümmere sich einfach nicht ausreichend um sein neues Eigentum. Ja, das ist die Wohnung, wo im Herbst mein Nachbar verstorben ist. Der hatte sich über mehrere Wochen totgetrunken und nach ein paar Wochen hat es dann unangenehm gerochen. Daraufhin wurde dann die Wohnung geöffnet und der Leichnam entfernt. Allerdings erfolgte bis heute ja nicht die Reinigung der Wohnung. Es ist kein schönes Gefühl zu wissen, dass hier jemand verstorben ist und dass die Wohnung nicht gereinigt worden ist. Und dass, wenn man hier die Flure lang geht und gerade bei warmem Wetter, dass man immer noch den Nachbarn riecht. Der Investor erklärt das so. Seit Herbst 2016 fehle der Wohnungsschlüssel vom Nachlassverwalter. Vor 12 Jahren ist Petra Buntrock eingezogen. Sie ist die Letzte mit Blumen am Küchenfenster. Ich würde sehr gerne ausziehen. Wenn das meine finanzielle Situation erlauben würde, würde ich schon gern ausziehen, ja. Und warum können Sie nicht? Weil ich eine ganz kleine Rente beziehe und die Kaution habe ich einfach nicht dafür im Moment. Also. Dürfen wir Schuhe anlassen? Ja. Sie war Gabelstaplerfahrerin, Köchin, aber ein paar Jahre Arbeit fehlen. Ja, Sie können sich gerne mal umschauen. Man macht das Beste draus aus den Kleinigkeiten, was man so hat, ne? Heute waren wieder Kakerlaken im Küchenschrank. Das Ungeziefer vermehrt sich rasant. Die Miete mindern wagt die 60-Jährige nicht. Was, wenn Intown sie aus der Wohnung wirft? Einfach wegziehen kann sich die Frührentnerin nicht leisten. Und das gilt für viele in der Keplerstraße. Also ich fühle mich abgestempelt, ja. Das merkt man ja auch, wenn man dann eben zu den Behörden geht. Und ne, das merkt man auf der Stelle. Die erst freundlich und dann nachher, oh, halt, stopp. Ne, also ich mag schon meine Adresse gar nicht mehr angeben irgendwo. Also, das ist nicht mehr schön. Weil Sie sich schämen, dass. Weil ich mir. Ja, ich brauche mich eigentlich nicht zu schämen, wofür, ne? Aber. Ja, ist aber so, ne? Noch eine Intown-Wohnung. Hallo, Herr Mann. Oh, Sie haben schon ein bisschen. Licht habe ich keins, tut mir leid. Ich mache ja auch nichts, gell? Sie sehen ja, also hier ist alles schimmelbefallen und eigentlich nicht bewohnbar. Okay, dann kommen wir mal rein. Früher hat Rüdiger Pannenburg als Journalist gearbeitet. Heute stapelt er seine Habe, statt in Regalen auf Tischen. Denn das, was aussieht wie eine Mustertapete, ist Schwarzschimmel, der sich durch die gesamte Wand gefressen hat. Die Miete, bis zu 4,88 Euro pro Quadratmeter, erhält der Investor Intown trotzdem pünktlich, oft direkt vom Jobcenter. Das, was Sie sehen, ist ja Slum. Mäßiges Wohnen, mehr ist es ja nicht. Und umziehen kann ich leider nicht. Weil warum? Das Jobcenter, ich bin Hartz-IV-Empfänger, und das Jobcenter hat mir bisher Umzüge verweigert. Und mit welcher Begründung haben Sie Ihnen das abgelehnt? Mit der Begründung, dass das Jobcenter mit Intown gesprochen hat und die denen zugesichert haben, dass die Wohnung saniert wird. Pannenburg wohnt im Plattenbau ganz oben. Das Dach über ihm war schon vor dem Verkauf an Intown undicht. Hartz-IV-Empfänger aber dürfen nur unter strengen Auflagen umziehen. Genau das sichert jetzt dem Investor die Miete. Die Stadt hat sich aus der Verantwortung gezogen, weil sie genau wusste, dass wir hier einen gewaltigen Sanierungsstau haben. Und Intown, da hätten sie mal kurz ins Internet reingucken müssen, da hätten sie gewusst, dass das ein Unternehmen ist, das auf Profit aus ist und nicht sozialen Wohnungsbau und bezahlbare Mieten auf seine Fahnen geschrieben hat.
Intown ist seit 2005 in Deutschland aktiv. 1,8 Millionen Quadratmeter Mietfläche. Im Internet präsentiert man sich seriös. Wir erwecken Immobilien zu neuem Leben, steht da. Intown-Mieter in Wuppertal haben das vergangene Woche auf ganz besondere Weise erlebt. Die Stadt ließ ein Intown-Hochhaus evakuieren. Grund? Brandschutzmängel an der Fassade. In Dortmund hatte Intown den Wohnkoloss Hannibal ersteigert. Das war 2011. Seither warten die Mieter auf die versprochene Sanierung. Finanzinvestoren und Problemimmobilien. Experten warnten schon 2013 in Deutschland, etabliere sich ein sogenanntes Hartz-IV-Geschäftsmodell. Das zähle auf gesicherte Mietzahlung, gegebenenfalls direkt durch die Jobcenter bzw. Sozialämter und die Hinnahme von Mängeln durch diese Mietergruppe. Rendite mit sozial schwachen Mietern? Kasse machen mit Hilfe des Jobcenters und trotzdem nicht ordentlich sanieren? Hinter Intown soll Amir Dayan stehen, ein Geschäftsmann aus Israel. Immer wieder verkauften Kommunen an Intown und beschwerten sich später bei Dayan, wie die Ratsherren aus Hannover neben ihm im August 2016. Wir sehen uns an der Firmenadresse der Intown-Gruppe in Berlin um. An der Tür ein Aushang mit Tochterfirmen. Jede neue Immobilie, eine neue Firma, um Haftung und Steuern zu begrenzen. Unsere Interviewanfragen abgelehnt aus Zeitgründen. Man wünscht keine Dreharbeiten. Auch das Papier nicht drehen. Das sind unsere Gebäude, unsere Firma und unsere Geschichten hier. Zur mangelnden Sanierung in Schwerin teilt Intown schriftlich mit, man habe sich im Kaufvertrag lediglich verpflichtet, Zitat, in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Beständen durchzuführen. Heißt, Wohnungen wie die von Rüdiger Pannenborg muss Intown sanieren. Allerdings frühestens erst im Jahr 2021. So steht es im Kaufvertrag. Und die Schweriner Stadtvertreter, die so einen Deal erst ermöglichten? Blauäugig, oder sie haben also ganz bewusst den Verkauf der maroden Bausubstanz, die wir haben, befürwortet. Vor wenigen Wochen. Die Mieter ziehen vors Schweriner Rathaus. Den Verkauf von städtischen Wohnungen hatte die Lokalpolitik abgesegnet, ohne die Vertragsdetails genauer zu kennen. Späte Einsicht bei den Linken. Obwohl ich Mitglied in der Linken bin, kritisiere ich auch ganz deutlich meine Partei. Meine Partei hat zu 100% den Verkauf der Wohnungen zugestimmt. Die Ausfälle von Heizungsanlagen im Winter, Ausfall von Warmwasser, Ausfälle von Personenaufzügen oder Haustechnik. Lassen Sie uns gemeinsam an einer Lösung arbeiten, damit im Winter kein Schweriner in seiner Wohnung wieder über 2 Wochen frieren muss. SPD-Mann Rico Badenschier hatte gegen den Verkauf gestimmt. Inzwischen ist er Bürgermeister. Eine Handhabe gegen den Investor habe er trotzdem nicht. Das wiederholt er auch im Interview. Ich habe keine Rechtsposition gegenüber Intown. Das haben wir jetzt ja auch schon fünfmal besprochen, dass wir einen Vertrag mit Intown haben und die Rechtspositionen klar sind. Und wenn die ihre Verpflichtungen nicht einhalten, dann können wir über eine Rückabwicklung nachdenken. Zurzeit haben wir die nicht. Und Sie haben vergessen, dann zu sagen, es müssen irgendwie Wohnungszustände sein, die menschenwürdig sind? Es gibt Mietrecht, dass Sie gegen einen privaten Vermieter, also wenn mein Vermieter hier in der Stadt mir das Wasser abstellt, dann kann ich auch gegen den vorgehen. Habe ich als mit meiner Biografie vielleicht mehr Kraft, um das durchzusetzen? Im Zweifel muss ich mich organisieren. Es ist zynisch, was er sagt, wenn Sie Mietrechte haben und sich doch gegen Ihren Vermieter wehren können? Ja klar, ist es zynisch, weil er hat für jeden Schweriner Sorge und Fürsorge zu betreiben. Das ist seine Aufgabe. Es sind 2000 Menschen. Ich meine, ist es nichts? Ist es zu wenig? Ist das Einkommen zu gering, dass man sich da nicht drum kümmert? Keplerstraße 10, 8 Wochen später. Immerhin war der Bürgermeister inzwischen vor Ort. Mike Schöfer zieht trotzdem aus. Ohne Genehmigung vom Jobcenter, denn dafür ist die neue Wohnung 2,2 Quadratmeter zu groß und 40 Euro zu teuer. Die Mietdifferenz muss er selber tragen. Ich habe endlich nach 3 Monaten eine halbwegs ordentliche Wohnung gefunden, weil mittlerweile mit den Zuständen, die hier herrschen, ich halte es einfach so nicht aus und ich will einfach nur menschenwürdig wohnen. Wer nicht zahlen kann, muss bleiben. Denn in Schwerin fehlen, außer in der Keplerstraße, bezahlbare Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. Also lange halte ich das hier nicht mehr aus, also auf keinen Fall. Das geht auch nervlich so, also an der Psyche geht das auch, ne?
Die Menschen hier, sie haben nur einfach die Nase in der Zwischenzeit voll, um das auf Deutsch zu sagen, weil sie nicht glauben, dass sich politisch für sie was ändern wird und dass sie eben halt verraten und verkauft werden. Am Ende die Nachricht vom Jobcenter. Wegen der Mängel würde das Amt einen Umzug von Rüdiger Pannenburg wohl nun doch genehmigen. Muss er nur noch eine Wohnung im Rahmen der Kosten finden.